nachhaltige Architektur ist enorm komplex und es ist eine Komplexität, die müssen wir aushalten und der müssen wir uns stellen. Wir können nachhaltiges Bauen nicht reduzieren auf CO2-Reduktion oder Klimaneutralität. Das sind wichtige Aspekte, aber nachhaltige Architektur ist größer und hat vor allen Dingen auch diese gesellschaftliche Dimension. Und da sind, glaube ich, Architekten gute Regisseure und gute Mahner und Fragensteller. Das können unbequeme Fragen sein, das müssen Bauherren aushalten können, das muss die Industrie aushalten können. Aber wenn wir uns diesen Fragen stellen, die wir als Architekten stellen oder die uns gestellt werden von der Gesellschaft, wenn wir damit dann offene Ohren finden und Menschen, die neugierig darauf sind, sich auf dieses Denken und den Perspektivwechsel einzulassen, dann werden wir, glaube ich, eine ganz erfreuliche Zukunft noch erleben.